Hallo und herzlich willkommen zurück bei Heart Medicine 1, Ärztin mit Herz. Jawohl. So, die Schicht hatten wir beim letzten Mal geschafft. Wunderbar. Ja, dann können wir fröhlich weitermachen. Oh je. Neues Minispiel. Im Labor musst du eine gefährliche Zelle in einer Petrischale finden und entfernen. Okay. Besseres Mikroskop. Aha. Empfohlen. Den zweiten Tisch, ne? Ja, ich glaube, den nehmen wir auch. Den zweiten Tisch. Wir haben aber noch 60, den Stuhl für 50 oder noch ein bisschen sparen. Okay, ich denke, wir sparen noch einen Moment. Ach nee, da war noch was an der Kasse eben. Verdammt. Ich habe die Medikamente fertig aufgestockt. Gut gemacht, Allison. Und gerade noch rechtzeitig, fürchte ich. Okay. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Kaffee nicht vergessen. Oliver nicht vergessen. Eieiei. So, okay. Du kannst hier hin. Dann gucke ich gleich bei dir. Und Louis sitzt da ganz tapfer in seinem Käfig. Naja. Ach, da haben wir es schon, das Spiel. Schau dir die. Ach nee, Moment. Schau dir die Zellbeschreibung unten an. Kerne 3. Farbe lila und der Rand. Ach so. Suche nach einer Zelle, die zu allen drei Eigenschaften passt. Ja, habe ich mir fast schon gedacht. Anzahl der Kerne. Ja, 3 ist ja das hier. Ach so, hier geht es noch weiter. Farbe, ja, lila, also der müsste es sein, ne? Und Rand. Klicke die Zelle an, um sie zu markieren. Ja, okay. Gute Arbeit. Du hast die Zelle gefunden, nach der wir gesucht haben. Und wenn ich jetzt aber sehe, dass ich hier oben wieder bis zu 5. Alter. Okay. Dann haben wir das geklärt. Du holst den Kaffee. Du hast noch kein Goldherz. Das geht ja überhaupt nicht, mein Freund, ey. Ich habe mir das so. Immer noch kein Goldherz. Das ist ja ein Spielverderber. So. Du kommst hierher. Ich gebe dir dein Medikament, was auch immer du brauchst. Ich gebe es dir. So, und dann. Ah, ich hab. Wo ist da? Da. Ha! Hab die Sau. Hab die Sau gefunden. Etibetsch. Müssen wir jetzt wieder Zellen suchen? Ach, das ist nicht. Ey. Ja. Was? Zwei lila gerader Rand. Zwei lila gerader Rand. Okay. Das war nicht so schwer. Gut, dann kannst du zur Kasse gehen. Ich gehe mal kurz auffüllen hier unten. Ich finde das so gemein, dass der Oliver hier losrennt. Aber eigentlich finde ich es auch besser, weil durch die Bewegung von Oliver sieht man ihn schon mal bei weitem. Nee, da kommt keiner mehr. Doch, jetzt kommt einer. Da sieht man ihn bei weitem schon mal besser als im zweiten Teil, wo er ja immer irgendwie auf der Stelle nur war. Und dann war er auf einmal wieder weg. So, warte mal, jetzt musst du erstmal hier unten Platz machen. Du kommst hier hin. Medikament gebe ich dir, dann husche ich zu dir da runter. So, du kannst da hoch. Du kannst da hoch. Du bekommst das von mir. Und möchtest noch mal hier runter? Okay, ich wollte eigentlich auffüllen gerade, aber okay. Oh, Knochen. Auffüllen machen wir dann gleich. Okay. Das hat gut geklappt. Dann gehst du da hoch. Ich fülle jetzt erstmal hier auf. Okay, jetzt schmeiße ich euch alle raus. Das waren Drillinge. Blonde Drillinge, ihr Lieben. Der Traum eines jeden Mannes. Ja. Vergessen wir das. So. Ja. Es darf jetzt gerne noch jemand kommen. Eigentlich sind diese kurzen Pausen, in denen keiner kommt, die sind gar nicht mal so schlecht. Man kann sich dann hier mal einen ganz kurzen Moment ein bisschen entspannen. So, wir gehen dahin. Oh, Mikroskop. Drei grüne Rand. Drei. 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 Okay. Alles klar. Du zur Kasse. Ja, man kann sich dann einen Moment hier mal entspannen. Irgendwie. Ich habe kein. Alter, gibt. Nein, nicht. Also. Eieieiei. Das war aber jetzt eine schwere Wucht da mit diesem Knochenstück eben. Es wollte ja überhaupt nicht da rein, wo es hingehört.
So, komm du mal hier rüber. Zur Not gebe ich dir noch einen Kaffee, wenn es nicht reicht. Kaffee ist am Start, ja. Wunderbar. Nee, okay. Du kannst zur Kasse gehen und ich komme direkt hinterher. Die hier aber noch mal auffüllen gerade. So, wir haben noch eine, ja, eine Viertelstunde, will ich es mal nennen. Ich hoffe, dann kommen noch ein paar Patienten. So, du willst das noch, dann kannst du hier hin. Du willst zur Kasse. Du willst zur Kasse. Du möchtest noch mal hier runter. Nee, du willst nicht zur Kasse, Allison. Was? Drei? Drei? Das? Nehme ich an. Das weiß ich nicht. Scheiße, das? Gott, das? Gehört das hier auch dazu? Ich weiß es nicht. Nee, okay, die Gezackten gehören also nicht dazu. Das sind wieder andere Gezackte. Geht die Dame hier nochmal an die Kasse? Das wäre schön. Oh Mann, ey. Hier kann ich gleich schon wieder auffüllen. Alter, die fressen die Medikamente hier. Das ist unfassbar. So, du möchtest Grünes, gebe ich dir. Gott, siehst du ein Gesicht, Fräulein. So, das Blaue kriegst du auch noch. Jetzt bist du total vollgepumpt mit Medikamenten, ja. Da lächelt sie auch gleich. Das ist schön. So, kann doch bitte jemand kommen. Das wäre sehr nett. Ich hätte ja schon ganz gern die Goldherzen. So ist es ja nicht. So, du kommst hier. Ich glaube, dir gebe ich auch gleich noch mal einen Kaffee, bevor du irgendwo hingehst. So, du kriegst das Grüne von mir. Die schlürfen hier voll. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Ich gehe hier hin. Oh nein. Eins blau randgezackt. Eins. 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 Oh, gut. Okay. Dann gehst du zur Kasse und ich guck bei dir. Oh Gott, ey. Diese Knochen. Ich werde heute Nacht wahrscheinlich von Knochen träumen. So, okay, hat aber gut geklappt. Wunderbar, dann kannst du auch zur Kasse und ich komme gleich hinterher, wenn du da angekommen bist, ne? Damit ich auch die Combo kriege. Alles klar und tschüss. Super. Das hat gut geklappt. Ach, guck mal, er kommt auch wieder. Robert, wie geht es dir heute? Besser als dir, vermute ich. Du siehst aus, als hätte man dich hinterm Traktor übers Feld geschleppt. Und zwar rückwärts. Allison und ich haben gestern Abend die Clubs unsicher gemacht. Ach, papplapapp. Ihr Jungspunde heute wisst doch gar nicht mehr, was tanzen ist. Dreh mal das Radio auf. Nee. Und er putzt hier auch gleich im Takt, oder wie? Wann immer du bereit bist, meine Kleine. Was? Tipp. Versuche den Tanz des Mannes nachzutanzen, indem du die gleichen Knöpfe in der gleichen Reihenfolge drückst. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber Ruth ist einfach nur geil. Was? Ja. Ach so. Hä? War auch nicht schlecht. Ich habe doch gar nichts gemacht, ey. Beim nächsten Mal zeige ich dir ein paar meiner After-Party-Moves. Okay. Das Spielchen habe ich jetzt nicht verstanden, weil eigentlich habe ich gar nicht richtig gedrückt. Und ich weiß auch gar nicht, was ich gedrückt habe, aber er fand es gut. Das ist die Hauptsache. Oh, schön, ey. Ruth, wie machst du das bloß, immer so gut drauf zu sein? Die frisst wahrscheinlich ihre eigenen Medikamente, ey. Glaub mir, Allison, ich habe auch meine elenden Zeiten. Ich war immer glücklich, aber ich vermisse meinen Mann. Oh, entschuldige, ich sollte nicht. Nein, nein, ich rede gern über Henry. Unsere Zeit zusammen war kurz, aber glücklich. Ich habe auch jemanden verloren, der mir nahe stand. Du Ärmste, verdränge den Schmerz nicht. Ihn zu fühlen ist die einzige Möglichkeit, deinen Frieden mit ihm zu schließen. Lass uns hier verschwinden. Wir könnten beide etwas Schlaf gebrauchen. Okay.
Der Typ, ey. Ah, schön, Schicht geschafft. Also hier wieder besondere Gegenstände. Ich habe keine Ahnung. Naja, schauen wir mal weiter. Was? Behandlungszähler. An diesem Zähler kannst du ablesen, wie viele Behandlungen ein Patient braucht. Das hilft enorm bei der Planung. Hier, zwei, okay. Als ob mir das helfen würde. So, 177 Herzen. Hier wollte ich gucken. Ah, okay. Empfohlen, ne? Ja, das nehme ich. Das ist cool. Und wir haben noch richtig Herzen. 120, 120. Ja, 120, 120. Was nehme ich denn da mal? Ach, komm her, dann nehme ich das. Ja, kann ich noch irgendwas? Nein, ne? Okay, schade eigentlich. Ach, guck mal. Daniel ist auch wieder da. Wunderbar. Allison, das ist Dr. Daniel Summers, der Sohn von John und Robin. Schön, dich kennenzulernen. Was macht John, Daniel? Du kennst doch meinen Vater. Wenn du den fragst, wie es ihm geht, kriegst du eine stundenlange Predigt zu hören, wie du dein Leben zu leben hast. Auf jeden Fall wollte ich nur mal Tag sagen und eine Tasse von diesem leckeren Kaffee genießen. Soll ich dir eine mitbringen? Ich bring dir eine mit, Allison. Sie möchte liebend gerne eine. Da wird sie gleich knallrot im Gesicht, ne? Oh Gott, und Daniel ist derselbe Depp wie im zweiten Teil. Oh Mann, ich kümmere mich drum, keine Bange. Komm, ich helfe dir. Aha, okay. Können wir jetzt hier den... Ja, wir können hier den Kaffee aufwischen, alles klar. Fangen wir auch direkt mit an. Eieiei, das dauert ja ein bisschen länger. So, du möchtest dahin. Ich wische noch mal ganz kurz weiter und dann komme ich direkt zu dir. Ja, ich komme zu dir, oh Gott. Knochen suchen. Dahin und dahin. Okay, das... Ja, befördert. Dankeschön. Ach, sie will jetzt da auch noch hin. Warum? Ich muss was? Eins, das da. Gott. Du musst erstmal hier unten gucken und dann oben suchen. Das dauert ewig von der Zeit her. Also so empfinde ich das zumindest. So, du kannst auch zur Kasse und du bekommst das. Und ich schätze mal, der Kaffeeautomat geht jetzt auch nicht, ne? Ich gehe mal hier gerade wischen und guck mal hier auf ihre Herzen so ein bisschen. Ich schätze mal, ich kriege jetzt keinen Kaffee da für die Leute. Das ist blöd. Na gut, warte mal. So, deine Knochen suchen wir... Alter, nein, da ist das noch. Mann, warum? Wo kommt das Teil hier hin? Ach, da. Da, alles klar. Schon mal den Cursor da oben auf Oliver. Dankeschön. Oh. So, du da hoch und dann machen wir eine hübsche Kombo. Alles klar. Und alle raus und ich mache hier den Kaffee fertig. Kommt ja gerade keiner. Das finde ich schön. Was ist hier? Achso, nein. Ich dachte, das wäre so ein besonderer Gegenstand hier. Nein, ist es nicht. Sag mal, Allison, würdest du mit mir einen Kaffee trinken? Wenn ich verspreche, die Zubereitung den Profis im Café um die Ecke zu überlassen? Komm schon, gib dir einen Ruck. Na gut. Prima, wir treffen uns dann nach deiner Schicht am Empfang, okay? Bis später, Ruth. Okay. Allison hat ein Date mit Daniel zum Kaffee trinken. Aber unser Kaffee ist wieder startklar, das finde ich schön. So, ihr könnt jetzt gleich hier runter. Ich gehe da direkt hin zu ihr. Alles klar, sie ist schon fertig. Sie kann sich schon mal hier hinstellen und bei ihm suchen wir komische Einzeller. So, da und der. Okay. Uiuiui, alles Klärchen. Dann gehen wir jetzt zu ihr. Du kannst an die Kasse. Du kannst auch an die Kasse und ich komme... hinterher. Wenn ich ja wüsste, in welchen Leveln diese besonderen Gegenstände sein sollen, sie scheinen ja nicht in jedem Level zu sein, dann, könnte ich irgendwie gezielter mal darauf achten. Aber es könnte ja hier alles sein, außer, ja, keine Ahnung. Schwierig irgendwie mit diesen besonderen Gegenständen.
Okay, drei grün und gerader Rand. Drei grün, gerader Rand. Okay. Hat gut geklappt. Obwohl ich das Spiel echt heftig finde. Gerade mit dem Rand auch. Das finde ich schon übel. Naja. So, kommt noch jemand? Anscheinend nicht. Dann schmeiße ich die Lady mit dem Handy mal raus. Ist das hier erlaubt, dass die während der Untersuchung telefonieren? Also, ich bin mir ja nicht sicher, ne? Eieiei. So, ja. Kann ich hier irgendwas anklicken? Nö, kann ich nicht. Okay. Dann helfen wir dir erstmal. Und ich muss dran denken, wenigstens die, die ein Herz haben, dass die Kaffee irgendwie von mir bekommen. So. Nein, geht da rein. Da rein. Und du da rein. Alles Klärchen. Der Knochen sitzt, Baby. Ja, so. Du kommst hier hin. Ah, nein. Geh zu ihm. Geh zu ihm. Alter, ach so, sie ist schon bei ihm. Was? Drei gezackt grün. Ja, grün sind ja alle, das ist schön. Boah, okay. Ja, jetzt geht sie erst zu ihm. Ich dachte, man könnte es abbrechen mit Rechtsklick. Anscheinend irgendwie doch nicht. Oder ich habe das gerade falsch gemacht, aber ist auch nicht schlimm. Wir haben es ja einigermaßen noch hingekriegt. So. Du kannst hier runtergeschlufft kommen. Komm mal ein bisschen schneller. So, du möchtest dieses Medikament, sollst du kriegen. Du kannst zur Kasse, du kannst hier runter. Ihr verliert jetzt hier bitte keine. Uah, eins mit so einem komischen, warum? Achso, weil das nicht der Rand hatte. Ja, eins das. Ei, ei, ei. Okay, dann kannst du zur Kasse kommen und jetzt schmeiße ich euch alle raus. Also, ich finde, dieser Rand bei den Zellen, das ist irgendwie am schwierigsten gerade. Die Farbe und die Anzahl nicht, aber der Rand, schwierig. Zumindest, wenn es nicht so ein glatter Rand ist. Aber, okay, werden wir ja hinkriegen irgendwie hier. So. Du kannst hier hin, du kannst schon mal da, zu dir komme ich dann aber gleich. So, okay, du da lang, dann du darüber. Okay, das läuft bei dir das. Du kannst hier rüber kommen, wenn du magst. Ich gehe schon mal dahin. Dann bin ich doch schon bei dir. Siehst du mal, wie schnell das geht. Okay, ein Goldherzenjunge, das finde ich super. Und die telefoniert auch schon wieder, ey. So normal ist das nicht. Wir könnten ja wenigstens ein Buch lesen, ey. So, du dahin, ich an den Tisch. Drei grün. Was? Das sind drei. Hä? Das habe ich jetzt nicht gerafft. Warum ist der Rand hier an? Ach nee. Echt? Da ist noch mal ein Außenrand am Außenrand. Das ist ja unfassbar. Da ist noch mal ein Außenrand, ein kleiner, dünner. Boah, wie fies. Alter. Das finde ich aber übel. Oh nee, schon wieder drei, blau, gerader Rand mit drei. Der, drei, der nicht, der auch nicht, der. Noch einer. Hä, ich sehe es nicht. Nee, ist klar, der nicht, der. Nein, oh, ich habe ihn doch noch gesehen. Naja, komm her. Der hatte aber trotzdem goldene Herzen. Finde ich nett von ihm. Okay, tschüssi. Oh, wir haben das goldene Herz. Boah, mit den Zellen, das ist ja echt fies. Ey. Naja. Aber ich denke, wir haben alles, ne? Genau. Minispiel Rang 1. Was heißt das jetzt genau? Ich habe keine Ahnung. Aber wir machen erstmal weiter. So, wir können dann wieder etwas kaufen. Wir haben richtig viele Herzen. Dann werde ich auf jeden Fall das hier. Und das war's schon wieder. Och Mann, da hat man so viele Herzen und dann kann man gar nicht so viel damit machen. Naja. Und? Was und? Nun tu nicht so. Wie war deine Verabredung mit Daniel? Die war ganz in Ordnung. Gehst du nochmal mit ihm aus? Keine Ahnung, das wird sich zeigen. Naja. Bisschen unbefriedigend gerade.
Sie guckt auch gar nicht gerade so lustig, ne? So, okay. So, du möchtest das, alles klar. Das gebe ich dir doch. Und weißt du, was ich jetzt mit dir mache? Du holst dir auf jeden Fall erstmal einen Kaffee. Du hattest, glaube ich, eben nur ein Herz, ne? So, dann kannst du da runter. Ach, jetzt ist der Kaffee. Oh Gott, sie sieht ja aus, als hätte sie gleich stirbt, ey. So, okay, das passt da, das passt da, das passt da, wunderbar. Alles klar, dann gucken wir bei dir. Du kannst hier rüber. Was? Ach, jetzt habe ich wieder einen Gegenstand gefunden. Ach so. Dieses Serum spielte eine Rolle im bald erscheinenden Spiel Campfire Legends The Babysitter. Aha. Liegt das hier jetzt auf dem Tisch oder wie? Zwei gezackt. Ist das der gezackte Zwei? Ja, das war er schon. Ich kann nicht da oben, das Problem ist, ich kann oben nicht gucken, wie viele ich unten brauche. Das ist irgendwie mein Problem. Naja. So, wir helfen ihr ganz schnell. So, dann könnt ihr zur Kasse. Ich habe die Meersau gehört, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Wo ist die Meersau? Ich weiß es nicht. Ich hatte gehofft, der rennt hier wieder rum, hat er aber nicht. Schade eigentlich. Ich hoffe, das tut er noch. Oliver, ich verlasse mich darauf, dass du hier rumflitzt, sonst weiß ich nicht, wo ich dich suchen soll. Keine Ahnung, wo es eben hier gequiekt hat. So, dann helfen wir ihr mal. Sie möchte, ich glaube, der gebe ich auch einen Kaffee, ne? Obwohl, ne, jetzt gebe ich erstmal das. Du kannst mal einen Kaffee trinken hier. So, du kommst hier runter. So, du kommst da runter. Ich gehe da schon mal hin. Bist du da unten? Bin ich mit der Lady hier wahrscheinlich fertig? So. Ich sehe gerade, die Zeit hält auch an im Hintergrund. Das ist schön. Die Oma. Beide Daumen nach oben. Super. So, du dahin. Du kannst... nein, wo ist denn das Schwein? Ich finde das Schwein nicht. So, ja, die Lady hier, die muss jetzt mal warten. Die holt sich einen Kaffee. Ich guck mal schnell bei dir. Gerade Rand 3. 3. Okay, das war's schon. Also irgendwie ist es jetzt gerade ein bisschen hektisch. Finde ich. Auch wenn ihr das wahrscheinlich gar nicht so empfindet. Aber dass ich Oliver hier dauernd höre, aber nicht sehe, das finde ich irgendwie gerade nicht so lustig. Ganz ehrlich, ich muss mal hier auffüllen. Oh, war ja. So, du kannst mal hier runterkommen. Ich glaube, ich versuche mal auf Pause zu drücken, wenn es das nächste Mal quiekt. So, du kannst hier hinkommen. Du gehst dahin. Wir gucken hier bei dir. Ach, du ahnst es nicht. Was ist denn bei dir passiert, Fräulein? Das sieht ja mal ganz oberübel aus. Ist ja alles kaputt hier an den Rippen. Ich denke doch, das waren die Rippen. So, du kannst hier rüber. Wir suchen bei dir. Eins, Rand gezackt. Eins grün, Rand gezackt. Okay. Okay, und hier staut es jetzt gleich an der Kasse, ne? Stopp, stopp, stopp. Einen Moment. Jetzt da oben. Da ist die Sau. Alles, hallo? Weiter und da rein. Okay. Also, diese Hilfe werde ich mir auch weiterhin zunutze machen. Aber ich komme auch immer gar nicht so schnell... ah! Ich komme auch immer gar nicht so... scheiße. Schnell auf die Pause-Taste. Das ist ja auch nochmal so ein Problem. Man muss ja dann auch noch schnell sein, ne? So, okay. Dich haben wir. Jawohl. Okay, ich muss jetzt erstmal gerade kassieren. Du kannst aber schon mal den Kaffee holen, hör mal, mein Freund. Hol dir mal einen Kaffee. Du kommst hier oben an die Kasse. Ach, jetzt hat sie die auch gleich kassiert. Na gut. Na gut, dann ist es so. So, du kannst... wo willst du hin? Hier hin. Eieieiei. Das ist doch ein bisschen stressig. Für dich habe ich leider gerade keinen Kaffee. So, du kommst hier rüber. Und du kannst hier hin. Oh, was sollen wir denn bei ihr jetzt schon wieder? Eins, grün... Rand mit Dings. Rand mit Dings. Eins, Rand mit Dings. Noch ein Rand. Eins, eins, eins. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du Kasse, du Schluffi hier runter, wie zu dir. Kaffee ist dann auch fertig. Nee, du kommst so zur Kasse. Ich guck bei dir.
Dir gebe ich, glaube ich, mal einen Kaffee, ne? Du siehst mir so aus, als hättest du gerne einen. Und ich schmeiß derweil mal hier die Leute raus. Lass es dir schmecken, mein Freund. Du kommst hier runter. Ach, dem hätte ich auch einen Kaffee geben können. Naja. So, dann zu ihm ganz schnell. Allison, mach hinne. Mach hinne, Kind. Mir nicht ewig Zeit. So, er hier runter. Er zur Kasse. Schon mal den Platz da unten frei machen. Boah, Knochen. Nein. Knochen suchen. Da. Da oben. Das passt da. Das kommt hier hin. Und wieder die Rippen zusammengenäht. Ja. Daumen hoch, mein Freund. Finde ich super. Du nimmst den Kaffee und ich suche bei ihm noch ein paar Zellen mit gezacktem Rand. Zwei Stück innen drinne. Den. Okay, das war's. Alter Schwede. So, Fräulein, jetzt kann ich mich hier um dich kümmern. Hat dir der Kaffee geschmeckt? Freut mich. Freut mich, freut mich. Und schon lächelt sie wieder. So, du kannst hier hin, du dahin. Du kommst mal hier runter zu mir. Ich gehe schon mal zu ihm vielleicht. Okay, jetzt gehe ich zu ihr. Da hoch. Du, für dich ist auch noch Platz. Du kannst hier hin. Ich glaube, ich gehe mal gerade kassieren. Ich glaube, fünf Leute werden hier nichts, ne? So, komm, Allison. Lauf, 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 lauf. Oh, je, je. Ich gebe dir noch einen Kaffee, Fräulein. Hattest du schon einen? Ich weiß es gerade nicht. Nee, okay. Brauchst du noch einen Kaffee? Nee, du kannst zur Kasse. Wir sind eh über dem Goldherz drüber. Alles klärchen. Kann ich mir den Kaffee noch sparen? Finde ich gut. Und raus mit euch. Oh, was denn jetzt? Jetzt kommen hier alle. Grundwürdiger. Was ist denn das für ein Treffen? Hat der Geschenke mitgebracht? Da bist du ja, Robert. Ich hatte schon befürchtet, wir müssen deine Party absagen. Eine Party für Robert? Ach gut, Party? Verdammt richtig. Das ist mein letzter Tag hier im Krankenhaus und den werden wir feiern. Hilfst du mir, die zu verteilen, bitte? Ich habe für jeden eine. Tipp, jedes Geschenk ist für einen bestimmten Arzt gedacht. Klicke erst auf das Geschenk und dann den Arzt, dem du es geben willst. Ist das egal? Oder könnte das jetzt zu Problemen führen? Ich weiß ja nicht, was er gekauft hat. Ach, was? Also, sie möchte eins mit Krümen. Okay. Ja, gib ihr das. Ja, aber das hat doch eine grüne Schleife. Er möchte, Moment, Chance möchte keine Schleife. Sehe ich das richtig? Okay. Er möchte auf jeden Fall eins, das rosa ist. Okay. Ja, nun gib's ihm bitte. Ich habe doch schon geklickt. Okay. Er möchte kein blaues und keins mit Schleife. Ja, dann bekommt er das hier. Aha. Okay. Sie möchte kein gelbes. Gut, dann bekommt sie das blaue. Eieiei, muss man richtig mitdenken. Und sie möchte eins mit Schleife. Okay. Ja, das hat geklappt, oder? Keine Geschenke mehr übrig. Also Leute, dann wollen wir sie mal aufmachen. Ah, er fängt an, etwas zu trinken. Connor bekommt ein Suspensorium. Sie bekommt ein Waffeleisen. Chance. Eine Top-Pflanze. Und Ruth bekommt Schallplatten. Okay, die Schallplatten sind cool. Das ist alles Kram aus meinem Haus. Ich wollte nicht, dass der Kram auf dem Müll landet. Ja, Prost, ey, Robert. Du bist der Beste. Ach, warum sollten deine Sachen auf dem Müll landen? Ach nee, jetzt bitte keine... Nicht eine traurige Geschichte, bitte. Naja, ich habe mir gedacht, wenn ein Mann den Tag feiert, an dem er geboren wurde, dann kann er auch den Tag feiern, an dem er stirbt, oder? Du stirbst? Robert ist unheilbar krank, Allison. Aber er hat sich mit der Diagnose abgefunden. Durch seine Teilnahme an der Studie hat er... Wieso veranstalten wir eine Party, um zu feiern, dass jemand stirbt? Wir sind doch Ärzte, verdammt nochmal. Es tut mir leid, meine Liebe. Ich dachte, du wüsstest. Lass mich in Ruhe. Star der Party.
Gleichmäßige Qualität. Ah ja. Okay. Laborarbeiterin. Aha, alles klärchen. Was nur? Alter. Laborärztin. Sonst noch was? Nee, das war's jetzt. Das finde ich ja jetzt echt hart. Da feiern die jetzt da wirklich. Ich meine, ich finde es ja cool, dass Robert das selber so gelassen sieht. Das schon, aber das ist natürlich schon erstmal ein Schock für jemanden, der da nicht involviert war, das nicht wusste. Da finde ich das schon hart. Naja, gut, ihr Lieben, ich glaube, wenn diese ganzen Dinger hier oben gerade aufgeploppt sind, ist damit das Labor dann jetzt auch schon fertig, fünfte Schicht oder wie? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe aber sowieso den Eindruck, dass dieses Spiel kürzer sein wird als Hearts of Madison 2. Ich bin mal gespannt, wie lange das hier tatsächlich geht. Aber okay, wir machen weiter in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis dahin, eure Trin.